Nicht vor allzu langer Zeit, vor den Apollo-Missionen, dachten wir, die Ringstrukturen auf dem Mond seien erloschene Vulkane. Heute wissen wir, es sind Fußabdrücke einer kosmischen Bombardierung. Da auf dem Mond keinerlei Erosion existiert, sind sie bis heute noch klar erkennbar. Nicht so auf der Erde. Durch ihre natürliche Erosion sind die meisten Krater verschwunden. Hier muss man nach den Fingerabdrücken dieses Events suchen. Und das ist die Aufgabe der Paläoklimatologie. Ein Zitat von Professor Dr. Dirk Heppeln. Angetrieben durch die Untersuchung langer Eisbohrkerne aus dem grönländischen und dem antarktischen Eisschild sind in den letzten Jahrzehnten große Fortschritte im Verständnis des Klimasystems der Erde gemacht worden. Das Eis in Grönland belegt gerade für die letzte Eiszeit eine Vielzahl von kurzen und sehr schnellen ablaufenden Klimaänderungen. Die Erkenntnis, dass drastische Klimaänderungen innerhalb weniger Jahrzehnte ablaufen können, wirft auch ein neues, beunruhigendes Licht auf das Ausmaß und die Geschwindigkeit, mit der Klimaänderungen in der Zukunft ablaufen können. Zitat Ende. Für Klimatologen waren Klimaschwankungen in dieser Geschwindigkeit ein Mysterium. Bis heute existiert kein wissenschaftlicher Konsens, was diesen Klimawandel aus der Eiszeit verursachte. Seit Charles Darwin finden Experten Anzeichen eines gewaltigen Massenaussterbens am Ende der Eiszeit. Wie bei den Dinosauriern. So kam die Theorie auf, dass die Erde mit einem Kometen kollidierte. Aber dies wurde vom Konsens abgelehnt, da dies sehr unwahrscheinlich sei und auch kein Krater existiert, der diese Theorie unterstützt. Im Jahr 2007 finden Geologen den Fingerabdruck einer kosmischen Katastrophe, zu dem Zeitpunkt, als das Massenaussterben passierte. 3 Jahre später finden Experten die gleiche dunkle Schicht in Grönland. Ein sehr hoher Anteil von Iridium und Nanodiamanten untermauert die Theorie eines kosmischen Einschlags. Durch den aktuellen Klimawandel wurde 2018 der fehlende Fußabdruck gefunden. Unter dem Eisschild befand sich die ganze Zeit ein gigantischer Krater, der immer noch Hitze abstrahlt. Die Fingerabdrücke führten zum Verursacher des mysteriösen Klimawandels. Die freigewordene Energie schmolz das Eis und durch die Risse unterspülten die Wassermassen den gesplitterten Eispanzer. Durch die subglazialen Fluten ist Süßwasser in den Atlantischen Ozean geströmt und brachte den Golfstrom zum Erliegen. Das Klima veränderte sich zu schnell für die meisten Großtiere und starben aus. Doch der Mensch ist diesmal völlig unschuldig. Und mit unserem misanthropischen Wunschdenken haben wir die Katastrophe nicht erkannt, worauf uns die Geologen seit Jahren hinweisen. Unsere Schulbücher erklären uns den Artenverlust mit der Migration des Menschen nach Nordamerika. Die Landbrücke war eisfrei und der Jäger und Sammler ist wie ein Berserker eingewandert. Mit der Entdeckung des Kraters ist diese fragliche Overkill-Theorie obsolet. Der Killer war ein abrupter Klimawandel, kein weltweit koordiniertes Jagdverhalten unserer Vorfahren. Dieser Krater in Grönland hat die gleiche Größe wie der Fußabdruck beim Burkle-Crater-Ereignis vor 5000 Jahren. Siehe Video 003. Auch am Ende der Eiszeit finden wir das gleiche Impact-Material, magnetische Kügelchen und geschocktes Quarz. Anscheinend passieren solche Naturkatastrophen häufiger, als wir es wahrhaben wollen. 2021. Experten erkennen auch, dass die Menschheit am Rande der Auslöschung war. Viele unserer Vorfahren sind auf einen Schlag mit der Megafauna verschwunden. Klimatologen erforschen diese Katastrophen aus der Vergangenheit, um bessere Voraussagen zu machen, was uns bald erwarten wird, wenn wir unseren Kurs nicht ändern. Ob unsere Vorfahren von dieser traumatischen Erinnerung berichten, ist pure Spekulation. Aber es existiert eine Säule in Ägypten, wo behauptet wird, dass vor 11.600 Jahren ein Komet eine Flutkatastrophe ausgelöst hat. Vor dem Grönlandkrater wurde dies als Märchen gedeutet. Mit den neuesten Erkenntnissen sollten wir dieses Vorurteil neu überdenken.